du wissen willst, was ich in meinem persönlichen Survival Pack oder Allround Pack, wie man es nennen möchte, drin habe, dann bleib dran. Herzlich willkommen bei Bushcraft Pfalz. Mein Name ist Uwe Köhler. Ja, und der alte Mann sendet wieder aus seinem Bushcraft-Keller. Aber ich kann euch versichern, das wird vorerst das letzte Mal sein. Jetzt kommendes Wochenende, was ansteht, habe ich endlich wieder berufsbedingt die Möglichkeit, rauszugehen in die freie Natur und Videos draußen aufzunehmen, mich auch draußen in der Natur aufzuhalten. Wird Zeit nach circa 3, 4 Wochen, wo ich jetzt keine Möglichkeit mehr hatte, rauszukommen. Ja, zum Thema Survival. Da möchte ich natürlich noch mal einen oben drauf setzen. Es gibt ja dieses Format Seven vs. Wild. Ich habe dazu schon 2 Videos gemacht. Einmal das Video, was ich mitnehmen würde an den 7 Dingen plus meine Bekleidung. Und danach noch mal Frage-Antwort-Video. Und jetzt möchte ich noch mal im Bereich Survival mein persönliches Survival-Paket vorstellen. Oder Allround-Paket. Oder für alle Fälle Paket, was auch immer man das nennen möchte. Ich nenne es jetzt einfach mal Survival Paket. Ja, das hier ist mein persönliches Survival Paket. Ihr kennt die Tasche vielleicht, wenn ihr meine anderen Videos angeschaut habt. Ich hatte hier zu Beginn eigentlich immer meine erste Hilfe drin. Irgendwann habe ich ein bisschen umdisponiert und habe die Tasche zweckentfremdet für mein persönliches Survival-Paket. Ich zeige es euch einfach mal, was ich da alles so drin habe. Zunächst mal mein Entfernungsmesser. Wie der funktioniert, komme ich gleich drauf. Dann natürlich habe ich da dran auch meine Handschuhe. Das ganze Survival-Paket hängt bei mir hier immer an der Wand. Ne? Kann man einfach wegnehmen, an die Koppel ranmachen oder an den Gürtel ranmachen oder direkt an den Rucksack, wie auch immer. Es ist Molle-System hier hinten. Kann man also überall festmachen. Das Ganze sitzt auf einer Grundplatte mit Klettverschluss. Den kann man hier einfach abreißen. Dann hat man das noch am Rucksack oder an der Koppel und die Tasche an sich kann man dann wegmachen. Das Ganze ist gesichert einmal mit dem Clip hier und dann nochmal mit Klettverschluss und dann jeweils mit 2 Reißverschlüssen, die man rechts und links einfach aufmachen kann. So, dann schauen wir mal rein, was ich da alles drin habe. So sieht die Tasche aus. Ich hoffe, man kann es erkennen. Einmal das Deckelfach mit verschiedenen ja, Möglichkeiten, Dinge zu verstauen. Einmal das untere Fach und dann nochmal so ein kleines Fach mit so einem Meshgewebe und einem Reißverschluss. So, ich versuche den Inhalt so ein bisschen in Kategorien aufzuteilen und dann fangen wir jetzt einfach mal an mit Feuer. Zack. Hier haben wir einmal, und das hat sicherlich jeder dabei, einen Feuerstahl. Ich habe meinen jetzt von Light My Fire mit dem entsprechenden Schaber mit der eingebauten Pfeife. Die Pfeife ist sicherlich kein Fehler, um auf sich aufmerksam zu machen. Hat man alles in einem, empfehle ich. Das nächste, was ich dabei habe, ganz normales Backup-Feuerzeug. Das habe ich übrigens fast überall in jeder Tasche. Ich weiß mittlerweile schon gar nicht mehr, wo ich überall eins drin habe. Dann habe ich hier so ein kleines, ja, so eine kleine Filztasche. Steht lustigerweise Frauenkram drauf. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Es ist auch Frauenkrams drin. Also bitte nicht persönlich nehmen, liebe Frauen. Nämlich, das sind drin einmal Tampons. Tampons für mich absolut toller. Entschuldigung, absolut toller Feuerstarter. Brennt wie Zunder und brennt auch eine ganze Weile. Da habe ich immer so 3, 4 Stück dabei. Kann man immer brauchen. So, dann habe ich noch eine andere Art von Feuerstarter dabei. Die sind selbstgemacht. Habe ich übernommen von Survival Deutschland. Er hat mal ein Video dazu gemacht. Kann man angucken, ist eine feine Geschichte. Und zwar sind das Wattepads. In Wachs getränkte Wattepads. Die kann man hier einfach aufbrechen. Dann fasern die hier auf, Feuerzeug ran. Und dann brennt das wie Zunder. Und das brennt auch relativ lang.
Und damit kann man gut ein Feuer anmachen. Ich habe hier mehrere davon dabei. Ich habe die in sogenanntes Backpapier eingepackt, dass sie, wenn es warm wird, nicht aneinander kleben. Und dann kann man die jeweils hier so aufmachen und dann entsprechend dann auch einzeln hier rausziehen. Das sind, glaube ich, 5 Stück, die da drin sind. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, mal zumindest für 5 Mal im Feuer entsprechend zu starten. Funktioniert recht gut. Werde ich mal in einem Video zeigen, wie das funktioniert. Und ja, wenn ihr Lust habt, schaut mal rein, Survival Deutschland. Da könnt ihr habt ihr die Anleitung, wie das Ganze funktioniert. So, Feuer. Dann machen wir das mal ganz kurz. Das ist ganz normales Panzerband. Ich habe das schmale Panzerband genommen. Das Panzerband ist aufgewickelt auf eine Plastikkarte, sodass man es nachher locker wieder abziehen kann. Eignet sich für alles Mögliche. Ob ich jetzt eine Isomatte abdichten muss, weil ein Loch drin ist, oder das Tarp hat ein Loch, ist gerissen, oder am Rucksack ist irgendwas kaputt gegangen. Das kann man für fast alles nehmen. Wer beim Bund war, kennt das. Das ist das Heilmittel für alles. So, und wenn wir bei Heilmittel sind, habe ich hier einmal meine kleine Version meines Erste-Hilfe-Kit. Das sind also verschiedene Dinge drin. Auch hier wieder ein Feuerzeug, wie überall. Ich habe hier nochmal Schmerztabletten drin. Zu dem Thema Schmerztabletten oder Medikamente allgemein habe ich in meinem Video Erste Hilfe schon was gesagt. Sollte man sich anschauen, sind ganz brauchbare Dinge dabei, denke ich. Dann habe ich hier einmal was, finde ich persönlich ganz wichtig, gegen Durchfall. Dann hier verschiedenes Verbandmaterial, Verbandmull. Da ist eine kleine Schere drin. Wo ist sie? Da ist sie. Da ist eine Schere drin. Und für mich persönlich auch ganz wichtig, einmal eine Zeckenzange. Und das Allerwichtigste. Und ich habe schon einige Videos angeschaut. Der eine oder andere hat es in seinem Survival-Paket drin. Alle wahrscheinlich nicht. Und das ist für mich eines der wichtigsten Dinge. Nämlich die sogenannte Rettungsdecke. Die Rettungsdecke gehört meiner Meinung nach mit dazu, weil Unterkühlungen oder Erfrierungen daraus resultierend sind eigentlich die meisten Todesfälle, wenn man irgendwo in eine Gefahrensituation, man verunglückt, man ist als Wanderer unterwegs und man ist ruckzuck ausgekühlt. Da muss es noch nicht mal Minusgrade haben, um Temperatur oder Körperwärme zu verlieren. Es reicht einfach, dass man nass wird, ob es jetzt durch Regen ist, ob ich vielleicht in einen Bach gefallen bin. Meine Klamotten sind durchnässt. Es geht draußen Wind. Also selbst jetzt im Moment draußen, wenn ich draußen nass werde und jetzt haben wir vielleicht Temperaturen, ich schätze mal heute um die 16 Grad, selbst dann, wenn ich komplett durchnässt bin und es geht ein leichter Wind, verliere ich extrem viel an Körpertemperatur. Und das kann hingehen, bis es lebensgefährlich wird. Und dafür diese Rettungsdecke. Diese Rettungsdecke, bitte nicht falsch verstehen, die wärmt nicht, aber sie speichert bzw. hält die Körperwärme zumindest am Körper für eine gewisse Zeit. Unter anderem ist sie sehr stabil, die kann auch als Schnur genutzt werden, sie kann zum Transportieren von verschiedenen Dingen genutzt werden. Selbst als Survival Shelter ist es sehr gut geeignet. Man muss nur bitte darauf achten, dass kein Riss drin ist. Sobald ein Riss drin ist und es kommt Belastung auf diese Decke, dann reißt sie. Ne, aber solange keine Risse oder Löcher drin sind, ist die extrem stabil. Also, ganz wichtig, Rettungsdecke sollte mit dabei sein. So, als nächstes Licht. Da habe ich meine Stirnlampe dabei. Die Stirnlampe ist von Wata. Hat eine Stufe, reicht aber völlig aus. Wenn man im Dunkel unterwegs ist, einmal rauf auf den Kopf, kann man hier auch stufenlos einstellen. Man hat auch die Möglichkeit, vorne nochmal den Neigungswinkel einzustellen, wenn man jetzt, sag mal, mehr auf dem Boden vor sich leuchten möchte, damit man weiß, wo man hinläuft. Ich finde sie gut. War vom Preis her auch nicht ganz so teuer. Völlig ausreichend, wenn man unterwegs ist. So, das nächste zum Thema Licht ist einmal meine Stablampe. Das ist eine kleine Stablampe. Die ist von Solognac. Solognac ist die Eigenmarke von Decathlon, also ist eine spezielle Jagdmarke. Man macht sie hier hinten an. Man kann sie stufenlos verstellen.
Reicht vollkommen aus, wenn man draußen mal kurz Licht braucht. So, als nächstes einmal mein Schnittmaterial. Da habe ich zum einen mein Messer, Allzweckmesser von Walter mit Holzgriff. Hier hinten einmal ein Clip. Es ist ein Backlock. Es ist von der Größe her, sage ich jetzt mal so Handflächengröße, und ich habe jetzt keine großen Hände. Es hat eine sehr gute Gebrauchsschärfe. Zum Schnitzen gut geeignet, zum Schneiden gut geeignet. Das war es dann aber auch schon. Mehr muss das Messer aber auch nicht können. Es ist ein Backlock. Einmal mit dabei als Backup. Dann habe ich noch mal eins dabei. Das ist, glaube ich, so ein altes Elektrikermesser. Das habe ich in erster Linie dabei, weil da eine Säge mit dabei ist. Und die Säge, die ist extrem scharf. Die hat mir auch schon gute Dienste geleistet. Und es ist auch eine Klinge dabei, die auch gut geschärft ist. Brauche ich kaum. Ich verwende meistens nur die Säge. Und wenn ich was schneiden muss, dann habe ich entweder mein großes Messer dabei, da habe ich ja einige Auswahl, oder ich habe dann entsprechend das Messer von Walter. Das eignet sich von der Schärfe her schon besser wie das hier. Meine zwei Messer. Und wenn wir beim Messer sind, und ich bin ja der absolute Fan davon, dass Messer immer scharf sein sollten, auch wenn man draußen ist. Und dafür habe ich hier den Stahl von CC4 aus Keramik. Hier vorne weiß beschichtet, hier hinten die dunkle Beschichtung. Gibt es auch als Goldversion. Da ist es mit Diamant beschichtet und ist auch, glaube ich, ein bisschen breiter. Eignet sich dann eher für Messer, also für große, grobe Messer, die wirklich schon ordentlich abgewetzt sind oder die vielleicht auch Schatten drin haben. Dafür eignet sich der Diamantschleifer sicherlich besser wie jetzt der Keramik. Der ist einfach dazu da, um Messer, die jetzt noch nicht ganz verhunzt sind, einfach wieder nachzuschärfen, damit sie ihre ganz normale Gebrauchsschärfe haben. Das Ganze wird geliefert mit so einem Ledercase. Das Ledercase würde ich definitiv mit dazu nehmen und würde ihn nicht so mitnehmen, aus dem einfachen Grunde: ist Keramik, fällt das runter, ist er kaputt, dann war es das. Zudem, warte mal, nehmen wir mal kurz das Messer hier. Zudem ist dieses Ledercase auch so beschaffen, dass es hier hinten mit Glattleder versehen ist, wo ich dann auch nochmal entsprechend das Messer abziehen kann, wenn ich es geschärft habe. Habe ich immer mit dabei. Scharfe Messer sind wichtig. So, der nächste Part, und das ist ja mein Lieblingspart und mein Steckenpferd, wenn man es so nennt, vielleicht auch aus meiner Militärzeit bedingt, und zwar das ist Navigation. Es sollte immer was dabei sein im Survival Kit, um zu navigieren. Zum einen, dass ich weiß, wo ich bin, und zum anderen, dass ich natürlich auch einen Weg finde dorthin, wo ich hin möchte, und mich auch einigermaßen zurechtfinden kann, wenn ich mich im Gebiet bewege, wo ich jetzt selbst nicht kenne. Ich habe ihn schon vorgestellt in meinen anderen beiden Videos, Orientierung im Gelände Teil 1 und Teil 2. Teil 3, der folgt jetzt demnächst. Ja, ich bin der absolute Fan hier von meiner Busole, von Sunto. Er hat alles dabei, was ein Kompass einfach haben muss, ne? Kimekon, die Drehscheibe. Er hat einen Spiegel, ganz wichtig zum Anpeilen, wenn man einen eigenen Standort ermitteln möchte oder eine Marschkompasszahl ermitteln möchte. Ist ein Kompass ohne Spiegel einfach, ja, Schrott, meiner Meinung nach. Wenn ich zum Orientieren bzw. zum Anpeilen den Kompass dann jeweils immer runternehmen muss, weil ich oben drauf schauen muss, dann wird die Peilung nie hundertprozentig sein. Und 1 Grad Abweichung in der Peilung bedeutet auf 1 Kilometer 100 Meter Abweichung vom Ziel nach rechts oder links, je nachdem, wo ich mich dann halt verfranst habe. Anlegekante dabei, verschiedene Maßstabsumrechnungen dabei. Und was auch sehr gut ist, ist hier einmal, es ist eine Lupe dabei, die man auch durchaus zum Feuermachen verwenden kann. Also,
Kompass, in welcher Art und Weise auch immer, sollte mit dabei sein. Er ist ganz handlich, es ist bruchsicheres Glas oder Plexiglas und er nimmt auch nicht viel Platz weg. So, und wenn wir beim Thema Orientieren und Navigieren sind, dann kommen wir jetzt zu meinem Entfernungsmesser, nämlich das sogenannte, und ich kenne es nur unter dem Namen, sogenannte Rangerband. Wer bei der Bundeswehr war, kennt das vielleicht. Der ein oder andere Unteroffizier oder Offizier hat das in seiner Ausrüstung dabei. Es ist jetzt nichts, was man bei der Bundeswehr speziell vermittelt bekommt. Ich bin das erste Mal auf dieses Rangerband aufmerksam geworden, als ich in Kanada stationiert war. Die kanadischen Ranger haben das fast ausschließlich alle entweder an ihrem Feldanzug, an ihrer Koppel oder am Rucksack gehabt. Ich habe davon mehrere. In meinem Survival-Paket ist dran, an meiner Koppel ist eins dran, an meinem Rucksack ist eins dran. Also ich habe davon mehrere. Stellt euch folgende Situation vor. Ihr seid unterwegs und ihr müsst einen bestimmten Punkt erreichen. Ne? Ich sage jetzt einfach mal, ihr müsst euren Verfügungsraum erreichen, um jetzt mal eine militärische Lage zu machen. Verfügungsraum ist der Raum, wo die eigenen Kräfte sich aufhalten, bevor es dann letztendlich ins Gefecht geht, um es jetzt mal einfach auszudrücken. Ihr habt eine Karte, ihr habt einen Kompass und ihr habt eure Strecke ermittelt, wo ihr lang müsst. Ihr habt eure Marschkompasszahl und jetzt geht's los. So, jetzt habt ihr ausgerechnet, jawohl, ich muss eine Strecke von 4, 5, 6, 7, 8 Kilometer zurücklegen. So, das weiß ich. So, jetzt hat ja keiner von uns ein eingebautes Navi und auch keinen eingebauten Schrittzähler, der dann sagt, so, nach 100 Meter müssen Sie rechts abbiegen. Nein, da müssen wir uns anderweitig behelfen. Und da finde ich das so einfach wie genial, dieses Rangerband. Und zwar funktioniert das so. Jeder ermittelt erstmal auf eine Strecke von 100 Metern seine Schrittzahl. Das heißt, normale Schrittfrequenz, jetzt keine große Schritte, keine kleine Schritte, sondern normale Schritte, bis ich die 100 Meter erreicht habe. Dann habe ich die Schrittzahl X. So, dann weiß ich schon mal, ich brauche auf 100 Metern Schrittzahl X. So, dann habe ich hier das Rangerband und diese oberen Pinögel, nenne ich es jetzt einfach mal, das sind jeweils die 100er Schritte. Und das hier unten sind dann die Tausender bzw. die Kilometerschritte. Das heißt, ich marschiere los, ich habe die ersten 100 Meter zurückgelegt, zack und so weiter. Ne? 200 Meter, 300 Meter, 4, 5, 6, 7, 8. Ich habe 900 Meter zurückgelegt, 1 Kilometer. So, dann ziehe ich das Ganze wieder nach oben. So, ich muss 2 Kilometer zurücklegen, also lege ich wieder los. 1, 2, 3, 4 und so weiter. Und dann habe ich meine 2 Kilometer. Hier oben habe ich immer 9 von diesen Klemmen. Hier unten 5. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, erstmal eine Strecke über 5 Kilometer genau abzumessen. Und ich weiß auch immer dann ungefähr, wie weit bin ich gelaufen, wie weit bin ich noch von meinem Ziel entfernt. Eignet sich auch beim Wandern beispielsweise. Ne? Ich habe eine Wanderkarte und weiß, okay, in 500 Metern, 600 Metern, 1000 Metern, wie auch immer, muss ich rechts abbiegen. Also selbst mir ist es schon passiert, dass ich an einer Abzweigung vorbeigelaufen bin, weil ich schlicht und ergreifend die Strecke, die ich zurückgelegt habe, unterschätzt habe. Ne? Und daher ist das auch fürs Wandern keine schlechte Geschichte. Ich meine, das hängt man hier oben hin, zack, 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 bang, und dann geht es weiter und so weiter und dann kann ich hier unten ziehen. Und ich finde es eine einfache Geschichte. Das Ding kostet, das sind also Centbeträge. Ich habe mir diese Pinögel im Packen geholt. Na, sind sie hier. Na, ich habe da noch jede Menge übrig. Da waren, glaube ich, 50 Stück drin und es hat keine 10 Euro gekostet. Das Ganze ist Paracord. Man kann auch Kugel nehmen, man kann Perlen nehmen, das ist jedem selbst überlassen. Nur ich habe jetzt diese Klemmen genommen, weil die auch festhalten und dann kann man einfach hingehen, zack, und zieht sie runter. Und es passt vom Lochkreis her genau auch mit dem Paracord überein. Es ist nicht schwer, nimmt keinen Platz weg, aber wie gesagt,
so einfach wie genial. Das Ranger Band, für meinen Geschmack muss es immer dabei sein, weil ich mit dem Ranger Band und in Verbindung mit dem Kompass habe ich eine hervorragende Orientierungsmöglichkeit draußen im Gelände. So, der nächste Punkt, und da bin ich überzeugt von, das hat sicherlich auch jeder in seinem Survival-Paket oder wie auch immer, ich nenne es jetzt Survival-Paket, das ist Paracord. Ich habe hier wieder meine spezielle Paracord-Schnur, die ist relativ dünn, nimmt also auch nicht so viel Platz weg, ne? Wenn ich mir jetzt mal diese Paracord-Schnur anschaue. Und diese hier ist schon ein deutlicher Platzersparnis und von der Stabilität geben die sich nichts. Diese Schnur, und ich habe es in dem Video Seven vs. Wild einmal kurz erklärt, das ist gedrehte Nylonschnur, extrem robust und brennt auch, weil sie auch leicht geteert ist, die Schnur. Sie ist sehr, sehr stabil. Ein Nachteil hat die Schnur und zwar, wenn ich etwas zusammenbinden muss, zusammenrödeln muss und ich ziehe es fest, ist es natürlich angenehmer, wenn ich diese ummantelte Schnur habe oder die ummantelte, das ist ummantelte Paracord. Das hier, das schnürt schon ordentlich in die Finger. Aber was macht man da? Ich habe jetzt leider keinen Stock da, aber dann nimmt man einfach das Ende, wickelt es um den Stock, nimmt den Stock und zieht es mit dem Stock einfach fest. Das hält bombenfest. Den Knoten, den ihr mit dieser Schnur gemacht habt, der löst sich so schnell nicht mehr oder überhaupt nicht mehr. Also ihr müsst davon ausgehen, wenn ihr das irgendwo verknotet, dann ist die Schnur, müsst ihr sie abschneiden, um sie wieder loszukriegen. Das ist auch ein kleiner Nachteil. Ich habe das Ganze zusammengebunden mit einem ganz normalen Dichtungsring. Daher zum einen, es hält gut zusammen und zum anderen, wer weiß, für irgendwas ist ein Dichtungsring immer gut. So. Dann kommen wir mal jetzt schon zu meinem vorletzten Punkt. Nämlich das gute alte Dreiecktuch der Bundeswehr. Jeder, der gedient hat, kennt das Dreiecktuch. Das hat sich in den letzten Jahrzehnten nicht verändert. Ist immer noch dasselbe. Aus Baumwolle. Eignet sich für viele Dinge. Ob es jetzt draußen extrem heiß ist, dann feuchte ich das an, pack's mir auf den Kopf. Ich kann eine Schiene damit machen, wenn irgendwo ein Bein verletzt ist oder ein Arm verletzt ist. Ich kann eine Schlinge draus binden. Ich kann damit einen Kopfverband machen. Also ich kann mich damit waschen. Also da gibt es viele Dinge, die ich mit diesem Dreiecktuch machen kann. Ich habe es mir dabei, zum einen, weil ich es von der Bundeswehr kenne und auch die Anwendungsgebiete kenne und weil es einfach auch nicht viel Platz wegnimmt. So, jetzt haben wir hier aber schon einen ganz schönen Haufen produziert hier. So, dann kommen wir mal jetzt zum letzten. Und das ist mein Bandana. Habe ich irgendwann mal geschenkt bekommen, habe gedacht, ach Mensch, das sieht doch mal ganz gut aus. Ich habe es auch mehrfach gebraucht, auch im Winter vor allem. Es hält warm, es ist auch vielfach einsetzbar, ähnlich wie das Dreiecktuch auch. Man kann es im Schlafsack über den Kopf ziehen. Man kann es als Mütze umfunktionieren, als Schal umfunktionieren. Also gibt es vielerlei Dinge. Das könnt ihr selber rausfinden. Da gibt es auch genügend Videos, gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Es ist sehr dünn, trotzdem geht kein Wind durch und man kann es sehr klein zusammenfalten, also nimmt auch keinen Platz weg. Habe ich immer in meinem Notfallkit mit dabei. Ja. Ich habe jetzt alles vorgestellt, was ich in meinem Survival-Paket drin hat. Eine Sache möchte ich gerne noch mal kurz ansprechen. Und das ist das Thema Handschuhe. Ich sehe immer wieder Videos draußen, also von Bushcraftern, die auf YouTube aktiv sind, die auch erfolgreich aktiv sind und auch viele Videos drehen. Sehe ich trotzdem immer wieder viele, die ohne Handschuhe draußen. Ja, ich sag's immer, draußen im Gelände rumrennen und irgendwelche Arbeiten verrichten. Faire halber dazu sagen muss ich vergesse es das ein oder andere Mal auch. Ich habe es auch schon büßen müssen. Ich habe mir auch schon das ein oder andere Mal in die Finger geschnitten. Man sieht es auch hier. Ich hoffe, man kann es in der Kamera erkennen. Ist hier auch schon genäht. Also das hat mir schon eine Verletzung erspart. Da habe ich nämlich auch
draußen angefangen zu schnitzen, bin abgerutscht und habe mir hier in die Handschuhe reingeschnitten. Die Haut hat nichts abgekriegt, aber Handschuhe draußen zum Arbeiten finde ich unerlässlich. Bei der Bundeswehr war das gang und gäbe, immer hosenlang, um Verletzungen vorzubeugen, ärmellang, um Verletzungen vorzubeugen und beim Arbeiten immer die Handschuhe an. Das sind jetzt keine Handschuhe, um die Finger zu wärmen. Die sind unten einmal mit Lederbesatz, einmal oben mit so Meshgewebe. Das sind von Mechanics. Ich glaube, Mechanics, jeder Zweite hat wahrscheinlich diese Handschuhe. Ich finde sie sehr angenehm zu tragen. Ich habe sie jetzt schon, ich bestimmt 3 Jahre, wenn nicht schon länger. Klar, hier und da lösen sie sich schon ein bisschen auf, aber sie tun immer noch ihren Dienst. Also Handschuhe immer mit dabei. Leider. Und das muss ich dazu sagen, habe ich diese Handschuhe leider vergessen mit zu meinen Ausrüstungsgegenständen bzw. meiner Bekleidung für Seven vs. Wild mit dazu zu nehmen. Also ich müsste rein theoretisch nach Schweden ohne meine Handschuhe. Wäre ganz blöd. Ja, ich bin jetzt alles durchgegangen, was ich so in meinem Survival-Paket drin habe. Wie gesagt, ich habe es immer mit dabei. Ich kann mit dem Ding auch mal alleine zurechtkommen draußen, ohne dass ich gleich erledigt bin. Es ist alles drin, was ich brauche. Und es ist vom Packmaß her relativ klein. Es ist nicht sonderlich schwer. Ich habe vor kurzem nochmal ein Video gesehen. Da hat derjenige sein Survival-Paket aufgelöst und hat es auf mehrere Pakete verteilt. Da meine Grüße an den Bushcraft-Anfänger. Ich glaube, es war sein Video, was ich da angeschaut habe. Sehr schönes Video. Schaut da mal vorbei. Bushcraft-Anfänger. Lasst ihm einen Daumen hoch da und auch ein Abo. Er hat es auf 3 Pakete verteilt. Er hat ein Essenspaket gemacht. Er hat ein Feuerpaket gemacht. Und das letzte Paket habe ich jetzt leider nicht im Kopf. Sehr schöne Pakete zusammengepackt. Jedes einzelne für sich ist wohl auch wie so eine Art Survival-Paket. Ich habe gern immer alles auf einem Fleck und ich mag auch nicht so viele Pakete mitnehmen. Ich habe meistens dann noch meine Wasserflasche mit Becher dabei, vielleicht mein Drangia-Kocher, wenn ich jetzt nicht gerade Feuer machen möchte. Dann habe ich mein Essgeschirr von der US-Armee dabei. Ja, und wenn ich vielleicht mal mein Hobo noch mit dabei habe, ist der hier? Nee, der ist nicht hier. Mein Hobo mit dabei habe, dann ist es schon viel. Und dann meistens eine Zeltbahn oder dann halt mein absoluter Favorit. Das ist das britische Basha. Habe ich auch ein Video dazu gemacht. Das Ding finde ich einfach genial. Es hat ein extrem kleines Packmaß und es ist sehr, sehr stabil, hat sehr viele Abspannpunkte, also quasi die etwas kleinere Version und meiner Meinung nach stabilere Version wie dieses D&D-Tarp. Ja, das soll es gewesen sein. Schön, dass ihr dabei wart und hinterlasst mir einen Daumen hoch oder wenn es euch nicht gefallen hat, auch gerne einen Daumen unten. Ihr könnt es ja auch unten in den Kommentarfeldern begründen, warum es euch gut gefallen hat und was euch vielleicht gefehlt hat. Wenn jemand Fragen hat zu irgendwas, schreibt es in die Kommentare. Ich habe es bis jetzt geschafft, alle Kommentare entsprechend zu beantworten. Bleibt dran, gebt mir ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und viel Spaß in der freien Natur. Euer Uwe Köhler von Buschkraft Pfalz.